Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Normalerweise wird in letzter Zeit in dem zweiten Video von mir gekocht und gebraten. Doch heute backe ich eine Kleinigkeit. Ich werde Milchbrötchen für meine Kinder zubereiten. Den dafür benötigten Hefeteig teile ich, denn ich möchte zweierlei Brötchen backen. Einmal die normalen Milchbrötchen und einmal Milchbrötchen mit Schokotropfen. Die Herstellung ist auch ganz einfach. Das Einzige, was wir brauchen, ist Geduld. Denn der Hefeteig muss auch noch etwas gehen. Wenn ihr auch interessiert seid, vielleicht mal Milchbrötchen zubereiten kann, bleibt einfach dran. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Für den Hefeteig brauchen wir 500 Gramm Mehl, 60 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Ei, ein Päckchen Trockenhefe, 80 Gramm Butter und 230 Milliliter warme Milch. Als erstes gebe ich die trockenen Zutaten in die Schüssel. Das Mehl, den Zucker, das Salz und die Trockenhefe. Diese werden miteinander verrührt. Und dann kommt das Ei, die weiche oder flüssige Butter und die warme Milch dazu. Heute brauchen wir unseren Knethaken. Die Zutaten verknete ich etwa 7 bis 10 Minuten. Ihr könnt natürlich den Teig auch mit der Hand verkneten. Dass der Teig fertig ist, erkennt ihr daran, dass er sich von der Schüssel löst und nicht mehr klebt. Ich bestäube meine Hände mit Mehl und forme aus dem Teig eine Kugel. Diese wird ebenfalls mit Mehl bestäubt. Das sollte reichen. Damit der Hefeteig jetzt schön aufgehen kann, muss er für eine Stunde an einen warmen Ort. Ihr könnt ihn zum Beispiel in den warmen Ofen stellen. Allerdings sollte die Temperatur unter 38 Grad liegen. Ich habe meinen Teig ganz in Ruhe gehen lassen und so sieht er nach etwas über einer Stunde aus. Ich werde ihn jetzt rausholen und dann noch einmal kurz durchkneten. Dazu bemühe ich meine Arbeitsfläche. Och, ist der Teig doch schön warm. Wenn ich den Teig knete, schiebe ich den Teig mit den Handballen nach außen, hole ihn mit den Fingern zurück und lege das Ende in die Mitte. Dabei wird der Teig im Kreis gedreht. Ich habe mir etwa ein Drittel vom Teig für meine Schokobrötchen abgestochen und rolle diesen zu einer Rolle. Diesen teile ich in 4 Teiglinge. Nachdem der Teig auseinandergezogen wurde, verteile ich darauf die Schokotropfen. Nehmt ruhig so viel, wie ihr wollt. Dann klappe ich die Enden in die Mitte, drehe den Teigling um und fange an zu schleifen. Ich nehme das Teigstück in die hohle Hand, drücke es leicht auf den Tisch, mache mit der Hand Kreisbewegungen und schleife oder drehe dabei den Teig in der Hand. Nun kommen noch ein paar Schokotropfen oben drauf und dann können die Brötchen aufs Backblech. Mit den einfachen Milchbrötchen verfahren wir genauso. Aus dem Teig forme ich eine Rolle und teile diese in gleich große Stücke. Der Rand wird nach unten zur Mitte geschlagen, eine Kugel geformt und dann geschliffen. Das Schleifen dauert pro Stück etwa 30 Sekunden. Packt die Teiglinge nicht zu dicht, denn sie brauchen noch Platz zum Aufgehen. Die Rohlinge müssen noch einmal 20 Minuten gehen und ich forme in dieser Zeit die letzten Brötchen. Schaut doch mal, wie schön die Brötchen aufgegangen sind. Doch bevor die in den Ofen kommen, werden sie noch bestrichen, und zwar mit einem Ei und einem Esslöffel Milch. Beides wird miteinander verquirlt. Dann könnt ihr ruhig etwas kräftiger rühren. Wenn man die Brötchen damit bestreicht, glänzen sie nach dem Backen richtig schön. So werden unsere Brötchen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen gebacken.
Autsch, die sind aber auch heiß. Da haben wir auch schon das letzte. Meine Milchbrötchen sind fertig. Sie waren so 15 bis 18 Minuten im Ofen. Und schaut mal, was für eine schöne Farbe sie haben. Sie sind weich und locker. Nun schauen wir uns noch das Milchbrötchen mit den Schokotropfen von innen an. Mit den Schokotropfen war ich aber wirklich sparsam. Aber ich esse sowieso lieber die einfachen Milchbrötchen und dann mit Marmelade. Nun werde ich meine Kinder mal fragen, was die zu den Brötchen sagen. Wollt ihr die mal probieren? Dann kommt mal rein. Lecker. Lecker. Wie ihr seht, schmeckt es ihnen. Und wenn ihr auch mal diese leichten Brötchen probieren möchtet, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss! Tschüss!